Der FC Grimma hat ein neues Stadion. Ein Auftakt nach Maß wäre eine so tolle Geschichte für den Aufsteiger, der hier am 13. Spieltag der Oberliga Süd gegen den VfB Krieschau antreten wird. Die Mannschaft von Alexander Kunert auf einem guten Tabellenplatz 9. Das sind 4 Punkte vor Krieschau, die sich damit am nächsten an den Abstiegsplätzen befinden. Grimma in Rot von rechts nach links, sofort drin in der Partie. Schwarz mit dem Klassenauge für Jakic. Und nach 9 Minuten steht es 1:0 für Grimma. Perfekter Einstand im Stadion. 12. Saisontreffer für Christoph Jakic. Und dann macht es ihm die Hintermannschaft von Krieschau richtig einfach. Nasch Daniel Amankona kann da nicht mehr reagieren. Super Schnittstellenpass. Die ganze Abwehr mit einem Schlag überrumpelt. Und die Gastgeber versuchen gleich noch einen draufzulegen. Der Freistoß aber so semi-gefährlich. Amankona diesmal ohne Probleme in dieser Situation. Und dann kommen die Gäste tatsächlich auch mal mit Hebler, Gerstmann und Jeschke. Gute Kopfballchance für Erich Jeschke, setzt den aber doch weit über das Tor von Nico Becker. Das Selbstvertrauen passt aber inzwischen bei den Gästen aus Krieschau. 26 Minuten inzwischen gespielt und Andy Hebler ist da vollkommen frei. Der Mann mit Drittliga-Erfahrung macht seinen 10. Saisontreffer. Ganz stark herausgespielt, auch hier. Und dann macht er es sich natürlich einfach ganz abgezockt. Der Mann ganz vorne drin bei Krieschau. Und die haben jetzt Blut geleckt. Gerstmann mit dem nächsten klasse Ballgewinn. Und wieder Andy Hebler. Das ist der Führungstreffer. Nur 7 Minuten später macht Andy Hebler sein nächstes Saisontor und hat dabei mächtig Glück. Denn Stefan Tröger, der Mann mit der Nummer 8, rutscht vorher noch einmal aus, kann damit den Abstand zu Hebler nicht genug verringern. Und das macht er dann kaltschnäuzig im Sinne eines Torjägers. Grimma auf eine Antwort bedacht. Klasse Freistoß von Jakic und Brandt kann ihn dann nicht mehr verwerten. Die anschließende Ecke könnte ja vielleicht schon für Gefahr sorgen und das macht sie auch. Kommt gut rein, Brandt macht ihn rein. Das 2:2, Michael Wilske erkennt das Tor für ihn ein, für Robin Brandt nach 35 Minuten. Das Spiel wieder ausgeglichen, was für ein Thriller in Grimma. Ganz schwierige Situation, wie wir im Nachhinein sehen können. Der Fehler von Amankona. Und fragen Sie mich nicht, wir haben hier keine Torlinientechnologie. Es ist auf jeden Fall ein knappes Ding. Vincent Markus war da auch irgendwie noch beteiligt. Der Ball soll allerdings schon vorher im Tor gewesen sein. Wieder Grimma über rechts und es wird wieder gefährlich. Diese beiden Mannschaften schenken sich heute gar nichts. Und Amankona hat echt nicht den besten Tag seiner Karriere erwischt. Und es bleibt so hochdramatisch. Nächster großer Ball auf das Tor von Amankona. Und dann gibt es tatsächlich dann erstmal den Pausenpfiff. Die Mannschaft um Alexander Kunert mit dem 2:2 noch nicht hundertprozentig zufrieden, denn es geht ja vielleicht noch mehr gegen den Tabellen 13., der jetzt aber besser in diese zweite Hälfte reinkommt. Der nächste klasse Pass auf Hebler. Hattrick für Andy Hebler. Nach einer guten Stunde macht er das 3:2. Sie kriegen ihn heute auch einfach nicht in den Griff. Wieder vollkommen alleine gelassen und dann macht er das auch noch ganz frech durch die Beine von Jonas Konzok. Grimma lässt sich aber nicht verwirren, spielt weiter nach vorne. Bartsch ist das über die rechte Seite und er sieht Stefan Tröger. Zu einfach, zu einfallslos. Das macht Krieschau in dieser Phase dann wirklich besser. Und dadurch kriegen sie die nächste Chance. Wieder Hebler, sein 4. Tor in diesem Spiel. Das muss die Entscheidung sein. Nach 82 Minuten führt der VfB Krieschau mit 2:4. Und ja, natürlich sehnt er sich da vorne nicht gerade nach Begleitschaft in seinem Sturmzentrum, aber so alleine darfst du den nie und nimmer lassen. So ist der Sieg für Krieschau dann auch folgerichtig. Wir hören jetzt die Stimmen zum Spiel. Erst Andy Hebler und dann Alex Kunert. Bitte, Lisa Peisker.
Glück gehört natürlich immer dazu, na klar. Aber ein richtiges Erfolgsrezept gibt es nicht. Ich probiere mich immer zu konzentrieren, wenn ich vorm Tor bin. So gut wie möglich einen Abschluss haben. Heute hat es natürlich perfekt geklappt, also von daher aber. Also Glück und ein bisschen Können vielleicht. Mir gefällt es hier. Na klar, ist immer so auch ein bisschen Wehmut dabei, wenn man so eine alte Wirkungsstätte halt verlässt. Aber wenn man sich das halt hier anguckt mit einem Top-Rasenplatz, mit einem Kunstrasenplatz, ja, dieser Sanitärtrakt, das ist schon schick geworden. Lange ärgern sollte man sich beim FC Grimma aber nicht, denn am nächsten Spieltag gibt es dann im neuen Stadion den richtig großen Kracher, denn der Tabellenführer aus Luckenwalde wird zu Gast sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.